Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Sekiro. So richtig bin ich noch nicht drin. Es gibt ein paar Sachen nach meiner letzten Aufnahme, die war letzten Donnerstag, heute ist Montag, also es sind ein paar Tage her. Und es gibt ein paar Sachen, die aufgefallen sind. Dieser Genichiro, jedenfalls der Boss, vor dem ich stehe, der Hauptstoryboss, jetzt der nächste, der hat durchaus eine Schwungattacke, über die ich springen müsste. Das habe ich im Kampf einfach nicht gesehen. Ich habe mir im Nachhinein viele Tode und Interaktionen mit ihm angeguckt und Frame by Frame angeschaut und da ist mir das aufgefallen. Die Hitbox-Nummer ist so eine Sache, da ist es manchmal seltsam. Aber das versuche ich heute zu ignorieren. Und die ganzen Sachen, die immer so einen Tropfen in das Fass fallen lassen und es dann irgendwann zum Überlaufen bringen. Diese Kleinigkeiten, ich versuche da heute drüber zu stehen. Wirklich. Ja, was war denn noch aufgefallen? Es gibt noch Sachen, die aufgefallen sind. Ich werde darüber sprechen, währenddem ich noch ein paar Mal in den Boss reinlaufe. Unter anderem kriege ich einfach das Drüberspringen über die Attacken noch nicht so ganz hin. Ich werde ihn jetzt einfach mal ein bisschen probieren und ich versuche... Moment. Ah, genau. Beim Blocken. Wenn ich Blocken gedrückt halte, geht die Ausdaueranzeige schneller runter. Das ist... Ah, da schon wieder zu früh gedrückt. Also, genau. Eine Sache, die aufgefallen war beim Blocken... Geht die Ausdauerzeige runter? Ich muss das Blocken gedrückt halten, damit sie schneller runtergeht. Voll gut, das... Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das an mir vorbeigehen konnte. Nee, das war der Griff jetzt. Okay. Das war der Griff. Was mache ich denn beim Griff nochmal? Warum ist das Spiel heute so laut? Ach. Keine Ahnung, warum das Spiel so laut ist bei mir. Mach mal so ein bisschen leiser, vielleicht reicht das schon. Ich bin natürlich wieder super konzentriert. Weil ich noch nicht mit allem klarkomme. Genau, Schwert oben halten, dann kriege ich das Springen noch nicht hin. Eigentlich habe ich ja durchaus die Daumen frei, weil ich kann ja anvisiert lassen. Face me, Shinobi. I didn't think I'd see you again. Oh.
Ouch. The power of the dragon's blood will kill you as many times as it takes. Ah, wieder in die Richtung gedrückt. Mist. Da muss ich warten nach dem Angriff. Da kann ich nicht. Da darf ich nicht. Da darf ich nicht versuchen, einen Angriff zu forcieren. Okay. Ich reg mich darüber nicht auf, dass es vom Timing her so ist, wie es ist. Aber das ist schon wieder so ein Tröpfchen, ne? Es war schon wieder ein Tröpfchen an der Stelle gerade. Und ich krieg's nicht hin, da drüber zu stehen, ne? Eieiei. Ja, ich würde ihn gern besiegen, um stärker zu werden und dann nochmal zu den Minibossen zu gehen, weil das ja dann auch wieder... Weil mich das ja dann auch wieder stärker macht. Ah, da kommen zwei. Man muss sich in diesem Spiel so hart konzentrieren.
Also ich jedenfalls noch. Das ist so krass. Ich kann... Während diesem Kampf kann ich nichts sagen. Es ist... Als ob... Das Spiel braucht meine gesamte Gehirnkapazität in dem Moment. Face me, Shinobi. Ich wollte zweimal hauen. Das war jetzt der Schwungangriff. Nein, scheiße. Ich kann nochmal aufstehen. Okay. Nein, das ist der Schwung. Nein. Das war gut. Mir fällt es immer noch sehr, sehr schwer, das rote Zeichen nicht anzuschauen. Das rote Zeichen erscheint, ich schaue drauf und dann denke ich so B. In meinem Kopf sagt dann alles B. B, 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 B. B drücken. Und das Problem ist, dass ich auch nicht den Daumen dafür verwende, sondern unterm Controller die Taste. Und ich glaube, das ist auch ein Problem an der Stelle, weil einfach das mittlerweile so drin ist. Das bringt gar nichts, das perfekt zu blocken, ne?
Ich habe gesehen, dass ich die richtige Taste gedrückt habe. Ich habe sie zwar gedrückt, bevor ich geguckt habe, was er macht, weil es wieder, schon wieder, das, es ist rot, ich muss B drücken, in meinem Kopf drin war. Face me, Shinobi. I didn't think I'd see you again. Ja, fall halt um. Ah. Das war wieder der Schwungangriff. Ich habe schon wieder nicht geguckt. Ich habe das rote Ding gesehen und bin... Oh Mann, ich habe doch viel mehr Zeit. Er macht den so häufig. Das ist mir bei den ersten Durchläufen so gar nicht aufgefallen, dass er den so häufig macht. Okay. Ah, springen. Mist. Na, come on. Oh. Oh. Of the dragon's blood, then I will kill you as many times as it takes. Hä? Warum darf ich nicht nochmal aufstehen? Mein, hä? Ich verstehe das immer noch nicht, wann ich nochmal aufstehen darf und wann nicht. Mein Ding unten links war doch voll. Ja, es ist voll. Und ich habe ihm ein Ding abgezogen. Einen roten Bobbel.
Also wenn mir das jemand erklären kann, da wäre ich sehr, sehr dankbar, warum ich jetzt hier nicht aufstehen konnte. Ah, warum? Warum versuche ich da... Zu früh wieder gedrückt, ne? Ja, da werde ich jetzt aber sterben. Ich werde nicht aufstehen und den Dinger benutzen, wenn er mich kriegt. Nein, springen. Kann ich da eigentlich... Kann ich da kurz danach, wenn es mir auf... Nein, ich habe... Oh, fuck. Das war dumm. Wenn ich das falsch mache, kann ich dann noch... Kann ich, wenn ich ausweichen falsch drücke, trotzdem noch springen vielleicht? Könnte sein, dass das trotzdem noch geht. Wenn ich kurz danach... Nee. Er macht's erst danach. Nee, wird nicht funktionieren. Oh, wie dumm das gerade war, dass ich da aufgestanden bin. Es war kein guter Versuch. Face me, Shinobi. Ah! Oh, habt ihr diese wunderschöne Hitbox wieder gesehen? Nein, springen. Ah. Ah. Ich werde das nicht in meinen Kopf reinkriegen, ne? Das wird nicht funktionieren. Rotes Zeichen. Wilder Angriff. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann sehe.
Mein Blick wird jedes Mal weg vom Gegner gelenkt durch dieses rote Zeichen. Kann ich das deaktivieren? Face me, Shinobi. Ja, was war das jetzt wieder für ein Angriff? Lol, macht der neues Zeug? Das sieht so anders aus. Nein, springen. Ah. Diesmal habe ich es schneller gesehen. Kann ich dieses rote Zeichen deaktivieren? Kameraoptionen, Controller, Tasten, Netzwerk, Grafikoptionen, Bildschirm, Automatik, Qualitätsanschluss, Bildschirmmodus, nee. Eingabegerät, Konfiguration, Controller, nee. Eigentlich würde ich es bei C hier suchen. Schade, 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 dass ich das nicht aktivieren kann, nicht deaktivieren kann. Ich glaube, es würde mir einfacher fallen, weil das rote Zeichen meinen Blick so hart abwendet vom Gegner. Face me, Shinobi. Nein, scheiße, jetzt fange ich auch an, falsche Tasten zu drücken. Was? Ist das irgendwie eine seltene Attacke, die er manchmal macht oder so?
Hallo, trinken. Ich habe X gedrückt, verdammt. Ah, springen. Ah, Fluch! Nein, springen! Ah, fuck! Nein, springen. Oh, dann sieht man es nicht richtig, weil Staub im Weg ist. Ich hatte ihn schon fast, ganz am Anfang. Verdammt. Face me, Shinobi. I didn't think I'd see you again. Wie spät ich hier drücken kann, ne? Das ist so krass. Jetzt durfte ich nicht so spät drücken. Es ist so komisch. Ach, diese Timings sind so komisch. Ich check sie nicht. Also, meistens kriege ich es irgendwie dann halbwegs gebacken, ne? Warum hau ich denn da auch immer dreimal zu? Es ist saublöd, was ich jetzt anfange zu machen. Ich weiß gar nicht warum. Vorhin habe ich es drin gehabt mit zweimal hauen, einmal blocken. Alles easy. Dann habe ich gemerkt, in einem bestimmten Moment, in manchen Momenten könnte ich auch dreimal hauen. Und jetzt versuche ich es immer. Und das kostet mich den Kragen. Face me, Shinobi. I didn't think I'd see you. Ich wollte schon wieder dreimal hauen, ne? Ah, jetzt hätte ich. Oh, oh. Jetzt hätte ich eine Richtung drücken müssen zum Ausweichen.
Also sorry Leute, aber es ist halt einfach, das Spiel hat keine guten Hitboxen. Es ist wirklich so. Ich bilde mir das nicht ein. Ich habe diese Situationen wie eben alle schon mal gesehen, Frame by Frame. Sein Schwert trifft mich nicht. Ich bin im richtigen Moment, habe ich die Taste gedrückt. Ich stehe fast schon hinter ihm und werde trotzdem teilweise getroffen. Das Spiel hat nicht die besten Hitboxen. Es ist so Dark Souls 2, Dark Souls 2 Niveau. Wie unnötig der Treffer gerade war. Hallo? Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Angriff? Warum machst du jetzt auf einmal diesen Angriff? Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass du diesen einen Angriff nicht mehr machst? The glory of Ashina. Face me. Shinobi. I don't think Dragon's blood. Then I will kill you as many times as it takes. The glory of Ashina. Face me. Shinobi. I didn't think. Ach, fuck off, ey. Unnötig, dass dieser Pfeilangriff da kommt, ey. Ach, come on. Puh.
Pussy-Attacke da, ey. Die mir viel zu viel Zeug abzieht. Das war dumm, ich habe zweimal gesoffen. Verstehe ich nicht. Nein, oh, ich wollte schon wieder dreimal hauen, nicht Depp. Ich wollte schon wieder dreimal hauen. Jetzt kommt wieder ein Run, in dem er oft den Schwung macht, wahrscheinlich. So wie ich die Gegner-KI mittlerweile einschätze, dürfte jetzt ein Run kommen, bei dem ich A drücken muss. Gerade eben musste ich nicht einmal A drücken. Jetzt wird's kommen. Ach, fuck off, ey. Da hat aber auch einen Moment drin, ne? Da hat er auch einen Moment drin, dass er das, wenn er das macht, ey. Mist. Da war ich aus dem Rhythmus raus. Dort war nix. Das war gar nix. Aber ich musste nicht springen. Dann kommt jetzt der Run, in dem ich springen muss. Jetzt werde ich springen müssen in der zweiten Phase. Ah Mist, scheiße. Ah, ich wollte zuhauen. Ja, das wäre ein... Ah, nee. War ein Griff. Ah, das Springen, Springen. Ah. Ich habe noch schnell A gedrückt, aber ich war noch im Ausweichmove drin.
Nee, spring! Oh, fuck! Ich hab's gesagt, ne? Dass jetzt Springen kommt. Nein! Nein, 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 nein! Nicht in die Ecke! Nein, spring! Ah, Griff! Ach, fuck! Scheiße. The power of the dragon's blood. That will kill you as many times as it takes. Nein, Scheiße! Zu oft. Der Angriff am Ende war unnötig. Mist. Ah, da wollte ich zu viel. Schade. Face me. Shinobi, I don't think that's easy. Verdammte Axt! The power of the dragon's blood. Then I will kill you as many times as it takes. The glory of Ashina. Wenn sein Schwert mich dann trifft, wenn ich schon hinter ihm bin, das ist. Ah, das tut jedes Mal ein bisschen weh. Tut jedes Mal ein bisschen weh. Aber das Spiel will es halt eigentlich anders. Das Spiel will nicht, dass ich hinter ihm bin. Das Spiel will, dass ich vor ihm bin und den Mikiri-Konter mache. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Oh, wie es mich killen wollte, das Spiel gerade. Aber wie es mich killen wollte. Unbedingt. Ganz dringend wollte das Spiel mich jetzt töten, damit ich nicht in der zweiten Phase 4 Tränke habe und aufstehen kann.
Ah, die KI. War ich dir zu gut, hä? Ah, dieser Angriff ist so eine ätzende Mistkacke. Nein, springen! Oh. Mist. Nee, springen. Oh, fuck. Schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ach ja. Das ist einfach so krass. Das würde ich... Ich weiß nicht. Ich krieg das nicht in den Kopf rein. Ich weiß es nicht. Es... Face me, Shinobi. I don't think I see you. Ach, du blöder Bastard! Gut. Mist. Nein, ach komm. Dass man da gekillt werden kann, ist auch so nervig. Nein, springen. Oh, fuck. Kann ich gerade noch mal saufen? Nee, springen! Oh. Hä? Okay, what? The glory of Ashina. Da war, also, war ich gestunt? Hatte ich zu viel?
War meine Ausdauerleiste voll? War die voll? Glaub nicht. Glaub, das war schon wieder irgendwas Komisches. Ich habe nicht mal richtig gesehen, was passiert ist. Warum ich... Nee. Ich hasse diesen Angriff. Okay, ja, da war ich jetzt stunned. Da war ich stunned. War ein komisches Pattern von ihm gerade. Das ist nicht so richtig... funktioniert hat. Das hat bei mir gerade irgendwie nicht so richtig funktioniert im Kopf, was er da gemacht hat. Face me, Shinobi. I don't think that's... Oh boy. Diese Katze, diesen scheiß Bogen, den er hat. Du Nervsack, ey, ganz ehrlich. Gemeine Nummer, dass er ausweichen kann und dann auch noch einen Bogen benutzen kann direkt danach. Ah. Was habe ich denn hier? Ich weiß nicht, ist Feuer vielleicht was? Ist die Axt was? Nee, die Axt dauert zu lange. Feuer vielleicht. Weiß ich nicht. Face me, Shinobi. I don't think I see you. Face me,
Shinobi, I don't think I'll see you. Tod durch Hitbox! Sehr verehrte Damen und Herren, der kleine Tod durch Hitbox vermisst seinen Papi. Hallo, hallo, Durchsage, Achtung, Durchsage! Der kleine Tod durch Hitbox vermisst seinen Papi! Die falsche Taste gedrückt. Face me, Shinobi. I didn't think I'd see you. Dass man den nicht frühzeitiger blocken kann, wenn er der Erste trifft, ey. Das ist auch so eine miese, rattige Nummer hier von dir. Ah, das... Na, ich hab nach links gedrückt. Nein, springen, springen. Oh, fuck. Nein, springen! Wow. Scheiße. Na endlich. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Let's fucking go. Do not answer to a different lord. Heresy. Heresy, you say? If it is for the sake of preserving Ashina. I will seize any manner of heretical strength. I will endure any burden. Nee. Ach, fucking hell, nein. Och, nee. Ach nee. The power of the dragon's blood. I'll do as many times as it takes. Nee, hüpfen. Oh.
Ach, scheiße. Jetzt habe ich mittlerweile schon wieder vergessen, was mir da mit den Blitzen erklärt wurde. Eieieiei, es sind... Tod durch Hitbox! Mist. Springen. Ich habe wieder nach rechts gedrückt für das Ausweichen in die richtige Richtung und nicht auf ihn zu, aber... Ich bin gesprungen! Nee, springen. Ah, fuck. The glory of Arshina. Ach ja, mal schauen, wie lange wir hier an dem Boy jetzt dranhängen. Ob das schlimmer wird als der Rauchritter in Dark Souls 2 oder Ornstein und Smaug das erste Mal. Also er ist super zum Üben, gerade zum, dass ich ab und zu springen muss. Wenn man gerade so in dem Angriffsding drin ist und er dann den macht, ne? Voll ätzend. Nein, springen. Oh, fuck.
Ach ja. Springen? Ah, fuck. Der ist wirklich super zum Üben. Hey Miko, grüß dich. Aber es ist... Ja, es ist gut, dass ich ihn jetzt noch nicht gekillt habe. Aber schon auch mies. Ich habe mich schon gewundert, was das mit den Blitzen soll. Und am Ende waren hier keine Blitze. Ich weiß nicht mehr, was da stand. Ich weiß wirklich nicht mehr, was da stand mit den Blitzen. Irgendwas in der Luft abwehren oder so. Das hätte mir auch mal einer erklären können, dass ich das Schwert oben halten muss, damit meine Ausdauer schneller runtergeht. Hat auch keinen interessiert, dass ich das immer falsch gemacht habe. Ach, ich hasse diese Attacke. Es ist so ein Arschloch-Move, gerade wenn man schon angreift. Das ist für dich neu, Miku. Ja, die Ausdauer geht schneller runter, wenn du dein Schwert oben hältst, wenn du im Ausweichding drin bist. Sieh her, so passiert's normal und wenn ich's hochhalte, zack, ist sie weg. Ah, springen. Also, ich will eigentlich nicht... Ich will eigentlich nicht aufstehen. Nee, springen. Ah, oh, fuck. Ich will nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Sterben. Sterben, 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 sterben. Dann hast du im Hard Mode gespielt. Okay. Ja, ich hab's auch jetzt. YouTube-Kommentare. Dankeschön dafür übrigens. Für die Info. Was war denn mit den Blitzen nochmal? Ich weiß es echt nicht. Oh. Und schon wieder Timing plus Hitbox, die mich da erwischt hat. Und da kann mir jetzt übrigens, keiner mehr sagen, dass das nicht stimmt, weil ich habe nämlich die ganzen Situationen angeschaut. Ich hatte nicht überall recht, ja, das stimmt. Aber es ist erstaunlich oft passiert, dass das Schwert eine viel größere Hitbox hat, als es haben sollte. Da war ich schon hinterm Gegner und habe noch einen Hit abgekriegt und solche Späße. Also das passiert in dem Spiel tatsächlich. Hat so ein bisschen Dark Souls 2 Hitboxen, das Game.
Ich habe schon wieder zu viel Heiltränke gebraucht. Brauche ich nicht den zweiten Punkt ausgeben eigentlich. Kill durch seltsames Damage, durch seltsames Timing. Ja, das ist natürlich doof. Also das sollte man dann nicht tun, ne? Was ich gerade gemacht habe. Jetzt habe ich jetzt den zweiten Punkt aus... Achso, nee. Hä? Warum kann ich jetzt nicht wieder aufstehen? Das verstehe ich nicht. Hasslevel immer noch 12 von 10 Punkten? Was denn? Wie, verstehe ich jetzt nicht gerade, Miku? Nicht ganz. Was meinst du? Dein Hass zu Sekiro. Du, mit den, die Hauptbosse, die fand ich bisher alle cool. Doch noch Chancen für Liebe. Es ist halt nicht so gut, wie alle behaupten. Weil es einfach Problemchen hat, die verschwiegen werden. Es ist so Dark Souls 2 Niveau halt. Es ist nicht so... Also Dark Souls 2 ist nicht so scheiße, wie alle behaupten. Und Sekiro ist nicht so gut, wie alle behaupten. Es liegt, die Wahrheit liegt dazwischen. Dark Souls 2 macht mir ja auch Spaß, da habe ich auch einen großen Hass drauf geschoben am Anfang. Aber ich glaube, die Zeit, dass dieses Spiel mich hart triggert, ist vorbei, weil ich habe halt gesehen, dass es nicht an mir liegt, sondern es ist halt das Spiel. Ja, kann ich eigentlich neu starten? Das Spiel ist an ein paar Stellen nicht so gut gemacht. Aber die ganze Ninja-Action und so ist cool. Auf was man sich fokussiert, ja. Und es sind halt auch Sachen, die, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, so dass da halt manch ein Hardcore-Fan ein bisschen zu sehr das ignoriert auch. Mist, warum hau ich denn da?
Nein, warum hau ich denn schon wieder da? Ah, es könnte sein, dass da einfach jetzt die Batterie auch alle ist. Die Fokussierungsbatterie. Und ich jetzt anfange, Unsinn zu machen. Ja, ich kann absolut nachvollziehen, wenn man das genial findet, wie was so diese Mechaniken und alles. Wäre natürlich schön, wenn es diese kleinen Fehlerchen nicht hätte. Und bei mir war es halt am Anfang halt auch einfach so, dass ich also definitiv irgendwo in den Beschreibungstexten ein bisschen verloren gegangen bin. Also da hat mich das Spiel überhaupt nicht abgeholt und mir das ja in verständlichem Deutsch versucht beizubringen, sondern also die deutsche Übersetzung ist ziemliches Kauderwelsch an manchen Stellen. Und wenn du so ein schweres Spiel halt hast und das am Anfang solche seltsamen Dinge tut, was einen sowieso so ein bisschen aggro macht, und dann zusätzlich noch solche Tropfen in das Wutfass reinfallen lässt. Ich greife zu wenig an gerade, ich weiß nicht warum, ey. Da hatten wir schon wieder die Hitbox. Er hätte mich dort nicht treffen dürfen an der Stelle. Da auch nicht. Ja genau, und dann sind halt am Anfang, gerade am Anfang, wenn man sowieso hart auf die Fresse kriegt, kommen dann noch diese Spielfehlerchen dazu, die das Fass noch weiter füllen, wo man dann merkt, okay, eigentlich habe ich als Spieler doch genau das gemacht, was mir das Spiel gesagt hat, aber das Spiel will es eigentlich nicht so, wie das Spiel sagt, sondern es will es ein bisschen anders und ja, das ist einfach so ein, das Gesamtpaket ist halt nicht so geil, aber face me. Ich denke, wenn man erstmal ein bisschen drin ist. Ah. Da hatten wir wieder ein Timing. Achso, hochhalten, genau. Mist. Ah, da war ich selber schuld. Ah, dass ich da nochmal nachgegangen bin. Verdammt. Nein, springen! Oh, fuck. Ob ich das jemals reinkriege, dass man da springen muss, ne? Springen!
Ich hatte genug Zeit zum Überlegen. Ich habe wirklich lange überlegt jetzt. Ich hab. Mache ich das jetzt? Nee. Oh, da habe ich schon wieder. Ich habe schon wieder richtig gedrückt eigentlich. Ja, also. Tod durch Spiel. Tod durch Spiel. Oder Tod durch Entwickler, muss man sagen. Also, From Software kriegt das ja in allen Spielen hin, dass sie da in manchen Sachen einfach nicht gut sind. Tod durch Entwickler. Face me, Shinobi. I didn't think I'd see you again. Da war meine Ausdauerleiste zu Ende. Shit. Das war schlecht. Da wollte ich schon wieder zu viel. Ja, und wenn er den halt macht, wenn ich gerade anfange anzugreifen, ist immer schlecht. Das kriege ich noch nicht hin, da rechtzeitig zu blocken. Wenn ich auf ihn zulaufe und er dann einen Sprung rückwärts macht in die Luft und dann mit dem Bogen anfängt, kriege ich nicht hin. Face me, Shinobi. I don't think I see you. Mist. Oh, dass ich da getroffen werden kann, wenn ich am Boden lieg, ist halt auch so ein Ding. Ah, dass man gar nichts dagegen machen kann. Ich habe B gehämmert, dass ich zur Seite ausweich, aber er war einfach noch nicht ready zum Aufstehen. Und dass ich dann getroffen werden kann, oh, ganz schwierig.
Oh. Nee, lohnt sich, glaube ich, nicht. Lohnt sich nicht, hier jetzt den Dinger auszugeben. Lohnt sich nicht. Zu wenig Heilung. Und noch nicht in der zweiten Phase. Ja, also, ja, es ist halt, wir sind hier halt... Ich würde es halt auch gerne rumbringen, so, ne? Ich wäre gern... Dann mal durch mit ihm. Schwierig, schwierig. dass das trifft. So eine gemeine Sache hier. Das ist einfach... Schwierige Entscheidung da vom Entwickler. Aber gut, das ist vielleicht auch einfach die Attacke, die soll so sein. Von mir aus. Es stört mich nicht so arg. Ich bin auch nicht mehr... Ich bin auch nicht mehr... Keine Ahnung. Face me. Shinobi. I didn't think I'd see you. Ach, was mache ich? Warum will ich dreimal hauen? Ach du Drecksack mit deinem Scheißbogen, ey. Das mit der Ausdauer ist auch immer so ein seltsames Timing manchmal. Ach, das Ausdauermanagement ist hier manchmal schwierig. Nein, scheiße, das wird jetzt nichts. Ja, dann lieber so und ein bisschen weniger Schaden kriegen. Ja, da konnte ich, da wäre ich jetzt schon wieder auch so drauf gegangen, tatsächlich. Wenn ich jetzt nicht versucht hätte auszuweichen, weil ich am Ende meiner Ausdauer war. Das war, als er den Angriff gestartet hat, war da schon klar, dass ich sterben werde. Deswegen habe ich versucht, einen Ausweichmove zu machen, dass ich irgendwie weit genug wegkomme, aber bei Sekiro kommt man nicht weit genug weg. Face me, Shinobi. I didn't think I'd see you.
in eine Richtung gedrückt, weil ich nicht gesehen habe. Tod durch Kamera. Schaden durch Kamera. Ah, das wird eng. Ja. Oh, der letzte macht einfach so viel Schaden. Hey, Hübschi. Ich habe zwar nach rechts gedrückt, aber hat nicht geholfen. Hat leider nicht geholfen. Ich glaube, ich hab B gedrückt, bevor ich nach rechts gedrückt habe. Und dann, also wirklich Millisekunden. Und dann weicht er natürlich während dem, weil schon der Vorwärts-Move passiert, weicht er nicht mehr nach rechts aus, sondern geht dann gerade auf ihn zu. Mist. Warum will ich ihn denn da hauen? Ich habe doch gelernt, dass das nicht funktioniert. Ich weiß doch, dass das nicht klappt. Warum will ich ihn denn da hauen? Ah ja, hey, ich hab auf jeden Fall einen Fortschritt gemacht bei ihm heute. Ich hab bin ich zweimal über eine Attacke drüber gehüpft? Ich weiß es gar nicht. Oh. Was ist da passiert? Nein. Ah, ärgerlich. Ja, Miko, Ich habe es akzeptiert. Jetzt, da hat's wieder geklappt mit dem Timing? Ich verstehe es wirklich nicht. Das Timing ist manchmal anders, als man erwarten würde. Ich könnte schwören, ich habe vorhin eine Situation gehabt, in der ich genau im selben Moment gedrückt habe. Ah, nee, das war der Griff. Ah, Mist. Nein, das war ein Sprung. Ah, jetzt habe ich nicht mehr drauf geachtet, weil der Sprung so selten kommt. Nein, Sprung! Oh, ja! Nein, Sprung! Ah, nein! Einmal kann ich noch aufstehen.
Aber den zweiten werde ich wahrscheinlich jetzt wieder nicht benutzen, weil... Nein, Sprung! Ja, ich hab's. Den zweiten brauche ich nicht benutzen. Den hebe ich mir auf, für wenn ich mit zwei Heiltränken in die zweite Phase reinkomme. Ich hätte ihn gar nicht. Hä? Habe ich ihn jetzt aus Versehen schon benutzt? Kann natürlich sein. Nee, habe ich nicht. Gut. Und keine Ahnung. Dann habe ich die richtige Taste irgendwie doch noch gedrückt. Ich weiß nicht, eigentlich. Ich bin halt mit der Aufnahme jetzt schon lange drüber, ne? Aber ich meine, es passiert ja nichts anderes, außer dass ich hier reinlaufe und den Typen übe. Deswegen... Machen wir mal noch ein bisschen weiter. Ich find's auch witzig, wie er dann manchmal in meinen Schlag rein teleportiert wird. Wenn das Spiel registriert, dass ich rechtzeitig gedrückt habe, aber die Hitbox eigentlich ganz woanders ist. Ah, das war mein Fehler jetzt. Ich habe nach rechts gedrückt und nichts gedrückt. Nein, hüpfen! Das war ein Griff. Na gut. Wie viel Schaden der Scheiß immer macht. Die sind zu mir rüber teleportiert, das ist auch geil, ne? Oh, shit. Oh, doch, hat noch gepasst. Warum? Nee, was? Hilfe! Nee, springen! Oh, es hat geklappt! Let's go! So, jetzt kommt die wilde Scheiße hier wieder. Ist das ein Stich? Wahrscheinlich, ne? Oh, shit! Der Statusanomalie Schock tritt auf, wenn man auf dem Boden stehend vom Blitz getroffen wird. Die Schwäche Vitalität schwächt Vitalität enorm und verursacht Betäubung. Blitzumkehr fängt den Blitz in der Luft ab und wirft ihn auf einen Feind zurück. RB vor der Landung. Ein Angriff. Einfach ein Angriff zum Blocken. Nee, will ich nicht ausgeben, glaube ich. Aber wobei, bis ich wieder hier bin, ich weiß es nicht. Nee, gebe ich nicht aus. Zu wenig Heiltränke. Wenn ich so zwei, drei Heiltränke übrig habe am Ende der ersten Phase, dann nutzen wir das. Sepp, grüß dich, hi. Hi. Schön, Leute. Freut mich. Face me. Shinobi, I didn't think I'd see you again. Hmm.
Nein, nein, ach, ich hasse es. Das ist so eine dumme Attacke. Fabus, grüß dich. Alter, was ist jetzt passiert? Ey, mit Prime abonniert, dankeschön. Danke für das Abo. Ah, dieses... Oh, das wird ein bisschen eng mit der Ausdauer, aber passt. Ah, Hilfe. Okay, alles gut. Nee, hüpfen. Yes! Wichtig! Ah! Hey! Okay, okay, okay. Ey, Miko, wie gesagt, die Bosskämpfe hier, die machen mir Spaß. Diese mit dem Pferd und der Schmetterling und das ist alles ziemlich geil. Wow. Okay. Nein, nein, was passiert hier? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Hast du das etwa auch schon bald durch, Fabus, Alter? Das ist der erste richtige Storyboss. Und an dem hänge ich jetzt schon geraume Zeit. Also, bald durch. Ha, warten wir mal ab. Ich denke auch, Sepp, dass da noch ein bisschen was kommt. Da kommt schon noch ein bisschen was. Das wird jetzt hier echt eine verdammt lange Aufnahme, aber ich, wie gesagt, ich mache nichts anderes, als hier in den reinzulaufen und den zu üben. Ach, dammit! Wie ich es hasse, Mann. Dann drücke ich gerade auf Angreifen und dann kommst du nicht mehr an diesen dämlichen Bogenschieß-Dinger ran, bei dem er dann so 10 Pfeile aus der Luft schießt. Das ist einfach so mistig. Er wollte es schon wieder machen. Diesmal war mein Schwert lang genug. Ah, und das, ach ja, hier haben wir jetzt wieder diese Nummer, diese seltsame Designentscheidung. Machen wir nochmal neu. Ist, glaube ich, super schwer. Es geht? Ja, also, das, was Sepp schreibt, die ersten Stunden, es ist wirklich, das Spiel hat richtig schlechte Beschreibungstexte. Bei denen man einfach denkt, hä, was willst du von mir? Und das muss man erstmal verstehen, was da steht. Das muss man dann im Kopf behalten. Dann wird die ein oder andere Mechanik nicht so richtig erklärt.
Dann hat es manchmal seltsames Timing und komische Hitboxen. Aber nur manchmal. Manchmal passt's, dann drückt man wieder in den Moment, wo man denkt, jetzt müsste es eigentlich okay sein, dann ist es aber doch nicht okay. Also das passiert immer wieder mal. Ja, shit. Ah, und sowas halt auch. Das ist scheiße, wenn ich dann am Boden liege, nicht aufstehen kann. Und dann gibt's halt auch noch Leute, die sagen, dass diese Problemchen in dem Spiel nicht existieren. Aber sie existieren. Ich habe es doppelt und dreifach geprüft in mehreren Sachen. Ich hatte nicht immer recht, wenn ich dachte, dass es ein Problem des Spiels wäre und nicht meins. Ich habe oft genug falsch gesehen, was passiert ist. Dann habe ich eine Attacke nicht verstanden, die der Gegner macht. Ich habe mir Frame by Frame die letzte Aufnahme angeguckt. Die meisten Situationen habe ich rausfinden können, also gesehen, wo es war, und habe mir dann wirklich jeden Frame angeschaut, was ich gemacht habe. Hier jetzt zum Beispiel, ja, man hat eigentlich so ungefähr die richtige Taste gedrückt, aber ich hätte nicht nach rechts drücken dürfen für das Ausweichen. Trotzdem war mein Charaktermodell jetzt an dieser Stelle neben dem Schwert. Und ich wurde trotzdem getötet. Das ist halt dann, das waren immer so Tropfen in das Fass rein, dass es dann irgendwann zum Überlaufen gebracht hat. Weil ich dann der Meinung bin, dass ich es richtig gemacht habe. Ich hatte keinen Treffer kassiert, das Spiel registriert aber trotzdem einen Treffer wegen einer schlechten Hitbox. Und ja, das ist sehr ärgerlich. Ich habe mich damit abgefunden. Ich darf das halt nicht mehr machen. Das Spiel will nicht, dass du ausweichst. Und wenn du es trotzdem mal machst aus Versehen, dann killt dich halt das Spiel, beziehungsweise der Entwickler. Weil das mit den Hitboxen, das kriegt From Software immer wieder mal hin. Hier war, genau, da hatten wir genau die gleiche Situation wie eben. Hitbox, Timing, richtige Taste gedrückt. Hier wird jetzt der Gegner in mich rein teleportiert mit seinem Schwert, weil das Spiel eben dann doch irgendwie registriert hat, dass es gepasst hat. Ja, und das sieht unschön aus, finde ich, in manchen Situationen. Und gerade als Spieler hat man da echt, finde ich, hat man es dann ein bisschen schwer, das zu akzeptieren, dass man da gestorben ist oder Schaden bekommen hat, obwohl man ja eigentlich alles richtig gemacht hat, so wie es das Spiel wollte. Aber das Spiel will es halt eigentlich nicht so, das erklärt dir aber keiner. Das ist halt ein Spiel, ein Entwicklerproblem. Und wenn ich rede, bin ich zu unaufmerksam, muss ich ganz klar sagen. Oh Gott, das hätte nicht funktionieren dürfen. Nach meiner bisherigen Erfahrung hätte dieser Angriff, den ich da gerade gemacht habe, nicht funktionieren dürfen. Der Mikiri-Konter an der Stelle. Da haben wir nämlich schon wieder so eine Sache. Keine Ahnung, warum das Spiel das jetzt als okay hergenommen hat. Aber die... Ach ja, egal. Damit muss man sich halt abfinden. Nee, hüpfen? Ja. Oh shit, jetzt... Ja, das...
Ja, und dann killt mich der Letzte, obwohl ich am Boden liege, nichts dagegen tun kann. Schade. Ah, zu wenig Ausdauer gehabt. Nee, hüpfen. Ah, Mist. Das ist jetzt halt wirklich üben heute hier. Den Typen, bei dem kann ich das Hüpfen üben, bei dem kann ich den Mikiri-Konter üben. Und zwar mittlerweile, wie ich finde, kann ich es besser erkennen. Ich habe vorhin versucht, das rote Zeichen abzustellen. Das geht leider nicht. Das finde ich wirklich schade. Dieses rote Zeichen über dem Kopf, das würde ich gerne abstellen. Ich glaube, mir würde es einfacher fallen, wenn das rote Zeichen nicht da wäre. Weil das mich so hart ablenkt. Okay. Lucky. Nee, was zum... Hör doch mal auf jetzt. Ah ja, keine Ahnung. Das war... Das hat nicht zu meinem Rhythmus gepasst, was er gerade gemacht hat. So gar nicht. Schmeiß ihn doch einfach hier runter, die Burg runter, wenn er gerade so ein bisschen Stunt ist, dann muss ich nicht hier drei Phasen bekämpfen. Nee, hüpfen. Ah, scheiße. Wann habe ich eigentlich mein Ding benutzt? Sepp, ja. War heute. Ich werde schauen, dass ich Dark Souls 1 und Sekiro so ein bisschen abwechselnd, glaube ich, release. Vielleicht sogar zwei Videos am Tag. Ich muss mal schauen, wie ich jetzt heute dann dazu komme zum Schneiden und wie viele Videos ich habe. Ja, nicht ganz so übel. Aber ich war schon ein bisschen verärgert. Eher leicht niedergeschlagen war ich, weil ich mich eigentlich gefreut hatte, dass es durch ist und ich hatte schon im Kopf so, ah ja, jetzt kann ich nochmal die anderen probieren, weil jetzt habe ich mehr Leben gleich und mache ein bisschen mehr Schaden, dann gehe ich nochmal zu den anderen und dann klatsche ich sie und dann kam Phase 3. So ungefähr. Ging's in meinem Kopf. So ungefähr ist es in meinem Kopf passiert. Seba, grüß dich. Hi.
Schön, dass ihr auch heute wieder am Start seid, Leute. Oh, Walla. Ich sollte nicht reden. Ich sollte nicht reden. Nee, hüpfen. Juhu. Ah, Mist. Zu sehr übers Hüpfen gefreut. No, no, no! Oh, wegen einem Mini-Pfitzelchen Ausdauer. Oh. Ah. Wisst ihr was? Ich laufe da jetzt schon 2 Stunden lang am Stück rein in den Boy. Ich brauche irgendwie ein kleines Päuschen. Ein Kaffee, Wasser, irgendwas zu trinken und so weiter. Die Bosskämpfe machen echt Bock in dem Spiel. Auch das hier wieder zu lernen ist voll in Ordnung. Ja, die Kleinigkeiten halt, ne? Ich habe mir ganz oft seit dem letzten Mal Sekiro ganz oft gesagt, ich muss es ignorieren. Mir muss es egal sein. Die ganzen kleinen Fehler müssen mir egal sein. Die dürfen dieses Wutfass nicht mehr befüllen. Und ich glaube, es funktioniert ganz gut. Deswegen YouTube. Vielleicht mal gucken, wie lange es noch dauert. Ich habe Spaß dabei, aber es dauert halt ein bisschen. Haut da rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.